Jetzt wird's anstrengend. Wir haben kein GPS mehr. Keiner müsste den Schlüssel von meinem Wagen haben. Jetzt wird's kriminell. Hallo? Hallo, Cassie. Burger hier. Können wir uns treffen? Was? Sie haben mir da doch letztens ein Angebot gemacht, über das ich jetzt ein paar Nächte geschlafen habe, und über das würde ich ganz gerne mit Ihnen reden. Oder haben Sie gerade anderes zu tun? Wir müssen gerade einen Blitzer kaputt machen. Oh, wo steht er denn? Im Blankenfelde. Ah ja. Das Ding hat mich geblitzt, obwohl ich nur 50 gefahren bin. Der Sauhaufen. Das ist natürlich belastend. Ja, das tut mir leid. Ja, eigentlich bin ich gerade beschäftigt mit Bürokratie. Bürokratie in Nordholm. Ja, ich muss Einladungen schreiben. Ah, Sie müssen Einladungen schreiben. Wann hätten Sie denn Zeit? Ich bin drauf, ich bin der Größte. Ja, eigentlich habe ich Zeit, ja. Wo kann man sich denn treffen? Möglichst wo abgelegenes, wo mich meine Kollegen nicht finden. Das hört sich merkwürdig an. Ich bin im Blankenfelde. Dann sagen wir mal, was halten Sie davon, wenn wir uns am alten Hotel der gestrandete Wal treffen? Kenne ich nicht? Oh nein, jetzt kommt ihr Hagen. Wacht, ich muss auflegen. Ihr Polizeipräsident taucht hier gerade auf. Ich liege auf einem Dach. Oh. Das ist nicht Hagen. Oh, das ist die Link Ping Ding Dong. Schmutz. Der gestrandete Wal ist, das ist ein Ja, kommt ihr Hotel. einfach nach Blankenfelde und dann stellen wir uns hier in der Lagerhalle oder so. In der Auf jeden Fall, Lagerhalle. ich werde jetzt Frau Link Ping Ding Dong ihre Mütze klauen, weil ich da Bock drauf habe. Okay, dann treffen Das wir ist uns in schwierig. Blankenfelde. Also ich möchte keine Dates mit Ihnen in irgendwelchen Hotels. Tut mir leid. Cobra 11 für die Deutschen, kommen. Ja, schau sie. Wiederholen. Cobra hört. Für Sie, Anfahrt, letzter Dispatch. Kommen. Also mit Spielunter. 20. mit, kommen. Hat die 20. mitkommen. Verstanden, Ende. Ist der Golf in Schwarz geklaut worden oder fahren die damit rum? Sind Sie die Frau Kaselle? Also ich kann gerade nicht mehr. Das sind gerade Leute, die Leute überfallen im Überfall. Oh. Na dann, ich hab Zeit. Irgendwie hört sich komisch an. Wieso höre ich mich komisch an? Die, Moment. Sehr Roboter. Dürfte besser sein. Ja, das ist besser. Was wollen Sie jetzt? Ja, Frau Kasala, wir hatten uns doch letztens mal so bei einer Geiselnahme getroffen. Oh. Hochofen. Oh.
Sie haben mir da doch ein Angebot gemacht. Hab sie doch gehen lassen. Ja, das war ja nicht Teil des Deals. Ein Deal? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, glaube ich. Sie haben ja an... Naja, Sie haben ja angeboten, wenn ich die Uniform weglege, dann könnten wir Freunde werden. Wollt ihr jetzt ein Date mit mir oder was? Nein. Aber Sie haben mir angeboten, bei SC mitzumischen. War ich besoffen? Das weiß ich nicht. Vielleicht. Ich glaube aber eher nicht. Ich helfe Ihnen auf die Sprünge. Hochofen. Sie haben da ein paar Leute in ein Loch gefärscht und haben den Herrn Ellisonburger als Verhandlungsführer gewünscht, der zufälligerweise vor Ort war. Daraufhin sind sie mit einem quietschgelben Auto nach Schwarzheide abgehauen und wurden von einem... Dieser dumme Smart, dieses langsame, dämliche... Oh. Exakt der. Oh, nee. Und dann... Ja, was wollen Sie jetzt? Bezahlen die Bullen nicht mehr gut genug, oder was? Na, das, ja, über das Gehalt kann ich mich jetzt so nicht beklagen, aber... Bei uns kriegen Sie kein Geld, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Ja, davon habe ich auch... Das, da habe ich unser genug Geld von. Unser Geld gehört der Justiz. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Haben Sie mir schon erzählt. Aber... Sie hatten gesagt, bei Ihnen wäre ich besser aufgehoben als bei der Polizei. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Und da habe ich mir drüber nachgedacht. Und letztens war da schon wieder eine Geiselnahme. Und ich bin Geisel gewesen, nur in dem Fall. Was? War das nicht mit dem Kartell, wo ich sie völlig verkauft habe? Ja, aber das war, glaube ich, ein Unfall. Das Problem ist, die Polizei hat mich fallen lassen. Also die, ich war scheißegal, die haben mich geopfert. Ich hab's überlebt, aber... Ich bin für diesen Fall entschieden, ne? Also. Das war dann Grund genug für mich zu sagen, das Angebot überlege ich mir nochmal. Also ich weiß nicht, ob sie sich unser cooles neues Auto angeguckt haben. Ich will Ihnen gerne mal die Story dazu erzählen. Und zwar war das ein Bankrau. Und der Herr, also Plutonium, ja. Und der Herr Knife ist mit seinem Offroad-Sprinter, der noch nicht so lackiert war, wie der da hinten stand, ist der da langgefahren, hat alle unsere verwundeten und bewusstlosen Leute aufgesammelt und hat die so lange wieder aufgepumpt, bis sie wieder standen und weiterkämpfen konnten. Ja, und wir haben bei dieser Bank 9 Polizisten gekillt, getötet, vernichtet, verschossen und von uns kein einziger draufgegangen. Bruno? Und der letzte Polizist, der war Herr nicht mehr, der würde sich stand der Bruno Schleife ablösen, im, die beiden Kollegen fahren weiter. Das habe ich verstanden. Deswegen waren es nur 9. Ja, und deswegen haben wir uns diesen Sprinter bauen lassen, weil wir sind halt, wir lassen keinen einfach so zurück, wenn er angeschossen worden ist. Wenn da, dann gehen da alle hin und helfen dem. Und also das wird bei uns niemals passieren. Also damit ja, habt ihr deutlich mehr Zusammenhalt als alles andere, was ich kenne. Das ist auch der Grund, warum Polizei keine Chance gegen uns hat, ja, weil sie... Wir nehmen Leute raus aus dem Gefecht. Ja. Und die Polizei denkt, sie nimmt Leute raus, aber tut sie nicht, weil wir die ja einfach so gut versorgen, dass sie niemals rausgenommen werden aus der Situation. Ne? Und das heißt, die Polizei kämpft permanent gegen unsere volle Mannstärke. Und deswegen verkacken die Polizisten immer. Das ist nämlich das Geheimnis dahinter, ja. Das ist. Ja, egal. Also, Sie wollen jetzt die Seiten wechseln oder was? Sie haben mir das Angebot gemacht und ich mache Ihnen ein, beziehungsweise ich erwidere das Angebot jetzt und... Frau Kasala! Ach komm, Frau Walter, verpiss dich jetzt! Oh, okay. Haben Sie da Glück gehabt. Ich bin jetzt raus hier aus meiner Hut. Steht an der Tür und lauschen. Weib. Geht immer noch. Das ist so eine Nervensäge, ne?
Ich glaub's ihnen. Also, dass die Justiz jetzt hier rumschnüffelt, wenn ich gerade bekannt gebe, dass ich desertieren will, das kann ich aber so gar nicht gebrauchen. Ich meine das ernst. Ach du Scheiße. Ja, warum rennt der noch nicht hier im Auto? Fällt doch locker gleich auf, dann ist es Geschichte. Geht krass was von die Pumpe, Leute, ey. Das gibt's nicht. Was wollen die jetzt? Weißen sie jetzt von mir, dass ich ihnen ins Gesicht schieße oder was? Gehen sie einfach hier im Auto und verpissen sie sich. Burger, auf wen warten sie eigentlich? Sobald da niemand mag, so komische Schnüffelnasen wie sie, hauen sie jetzt ab. Also eigentlich habe ich die Person, mit der ich sprechen will, schon da. Ach. Aha, okay, Ja? Sobald da niemand mag, Schnüffler, hauen sie jetzt endlich. Was ist denn mit ihnen? Strand ist zum Beispiel eine sehr romantische Gegend. Danke, ich merk's mir. Ich wünsche Ihnen noch was. Wir fahren da mal weiter. Danke. Hauen Sie jetzt ab. Einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch noch eine Zweisamkeit. Macht's nicht besser, Frau Weiser. Jetzt ist zu spät. Jetzt müssen wir uns hier nicht mehr. Ich stehe nicht mehr auf Sie, ja? Ja. Doch, das halte ich für ein Gericht. Ich habe Sie da hinten. Am Ölverarbeiter auf meinen Händen 3 Kilometer durch die Gegend getragen. Undankbares Vieh. Hast du diese Frau? Eieiei. Okay, weiter geht's. Wo waren wir? Ich bin jetzt aus dem Konzept. Ja? Wissen Sie. Achso, ich muss mit meinen, das muss ich jetzt mit meinen Kollegen abklären. Ich glaube, ja, ich habe getrunken. Selbstverständlich. Ich hatte auch nicht erwartet, dass es jetzt alles sofort ist. Wie gesagt, ich bin bereit, wenn Sie mir eine Chance geben, nicht nur die Uniform abzulegen, sondern ich wäre sogar bereit, Verrat zu begehen. Soll ich jetzt stehen und applaudieren? Soll ich sagen, boah. Wow, also mir ist das ziemlich scheißegal, was sie tun und was sie nicht tun, Herr Burger, ja? Solange sie nicht bei meinen Dingen nicht stören und mir nicht auf den Sack gehen, wird das eigentlich alles wurscht. Lässt sich einrichten. Es tut mir leid, wenn mir die Begeisterung für ihr Vorhaben jetzt nicht ins Gesicht geschrieben steht, ja? Aber sie sind halt auch nicht der Beste. Wie sage ich das jetzt? Ich will sie jetzt nicht als Last bezeichnen, ja? Für Sie zur Information. Aber ich glaube, Sie haben von dieser kriminellen Materie einfach keimlassen. Innermittlungen gebunden, weder von der Polizeiseite aus. Auf Zugriff, wir entsprechen nicht alarmierbar. Noch von der kriminellen Seite. Das habe ich verstanden. Ja, aber ich kann ja lernen. Auf gut Deutsch gesagt, wir gehen auf die 7. Sandale. Na, verstanden. Oh, das ist jetzt ein bisschen hart. Ich glaube schon, dass ich mit meinem polizeilichen Wissen nützlich sein könnte. Nein, nein, Sie wissen gar nichts. Wer ist hier momentan? Zählen Sie mir mal kriminelle Gangs auf, die wir. Ja? Mindestens 10. Okay, so viele kenne ich aber nicht. Da geht's schon los, okay. Wer ist für den Waffenbau zuständig? Das ist. Soweit ich weiß, TWW. Nein, welche Funktion hat TWW? Sagen Sie jetzt nicht Waffenbau. Ja, das war ja schon die falsche Antwort. TWW sind die Bauern vom Kartell. Kartelle sind für den Waffenbau zuständig. Wer macht die Drogen? Sie. Müssen wir einigermaßen da das Gangversteck? Sie. War gar nicht so schlecht, der Burger. Gar nicht so schlecht.
Und was machen alle anderen Gangs? Sie kennen die ganzen Strukturen nicht, wissen Sie? Sie kennen diese ganze Vernetzung und diese ganzen, wer mit wem und so weiter. Ja, die Polizisten immer noch. Ich komme von der Polizei. Ja, ich weiß, aber deswegen sage ich, also sie sind eine absolute Sandale auf dem Gebiet, ja. Ja, aber irgendwo muss man ja mal anfangen, wir aufzusteigen. Ich kenne nur dieses Oberdingen, ja, mit, ja, okay, der hat ja, und wo hat mich das hingebracht? Kriminell. Keine Ahnung. Sie meine Kollegen vergessen mich. Ich bin meinen Kollegen nichts wert. Irgendwie muss es weitergehen. Nur nicht so wie jetzt. Ja, aber gucken Sie mal, Herr Burger, wissen Sie, das wäre jetzt so ein einseitiges Ding, ja, wenn wir wenigstens auch was davon hätten. Also eigentlich bin ich dagegen, dass sie bei der Polizei rausgehen, weil vielleicht manchmal brauchen Informationen oder zum Beispiel der Herr Neif, ja, der hat gerade ein massives Problem mit seiner Fahndungsliste. Wir bräuchten jemanden, der uns dafür einen Gegengefallen tut. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Sie können darüber nachdenken. Also wenn ich Sie mitschleife und Sie mir als Klotz an meinem Bein binde, dann brauche ich dafür eine Gegenleistung. Können Sie sich überlegen, was Sie da gerne hätten? Ja, habe ich Ihnen gerade schon gesagt. Ja, unmittelbar in meiner Umgebung. Ja, Schüsse wahrgenommen. Pasta Knife zum Beispiel, ja, haben Sie jetzt gerade beim zu schnell fahren erwischt. Ja, das habe ich verstanden. Der hat gar kein Plutonium-Endlager raubt, der ist gerade mit 5 km/h zu schnell in Schwarzheide gebitzt worden, ja. Ja. Die 2010 für die Dash, komm. Das heißt, ich könnte ihn jetzt von der Fahndungsliste runternehmen. Sie hat fallen Dinge unterm Tisch. Super 11. Dort Schüsse in der Umgebung wahrgenommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er geblitzt worden ist und auf der Fahndungsliste draufsteht. Also, wenn ich da drüber gucke, wäre das bestimmt weg. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er das Plutonium-Endlager ausgeräumt hat. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich hoffe, Ihre Kollegen können sich da auch nicht mehr dran erinnern. Oh, ich könnte da das Gedächtnis eventuell ankurbeln. Sie könnten das so einfach sein lassen und diesen Fahndungslisten-Eintrag in den Schredder schmeißen. Das könnte man machen, ja. Das wäre so ein Ding, das wäre so eine Gegenleistung, wissen wir. Binden Sie als Klotz an mein Bein und dafür, das kommt auch nicht oft vor, muss ich gestehen, das mit denen, weil wir gehen normalerweise, gehen wir mal selber zu Justiz und klären, das ist ja dann Frau Ding, dann ist mich wieder am Nerven, dann fällt mir da gar nichts, dann halte ich mich da ganz weit fern. Ja, ich habe die Schützen gerade ausfindig gemacht, es geht sich darum, dass ein Zombie in einem LKW ist und der damit rumfährt und die Zivilisten versuchen, den gerade rauszuschießen, schaffen es aber nicht. Hätte ich den Rettungsschuss frei. Manchmal schreiben ja die Kollegen da einfach so ein. Also sie können sich damit um den Zombie kümmern. Ja, okay. Ja, perfekt. Dann beseitige ich den Kurs. Und ich hänge sie an meinem Geld und die Kollegen auch. Das verstehe ich. Ich kann das meine ganze Kohle mal zur Justiz abzuschieben. Müsste ich mein Geld nicht immer bei der Justiz lassen, dann könnte ich sie sogar bezahlen. Ja. Naja. Ich hätte zumindest gehofft, dass ich eine Chance habe, aber das sieht dann ja wohl eher nicht so aus. Wenn ich mir so anhöre. Wenn ich sie mitnehmen soll, dann erwarten wir dafür eine kleine Gegenleistung. Das kann mir aber kaum vorstellen, dass das mit dem Fahndungslisteneintrag alles ist, was sie von mir verlangen. Doch, das ist in der Tat alles. Gut, dann werde ich veranlassen, dass das von der Fahndungsliste verschwindet. Sie können sich davon überzeugen und dann, wenn sie sich mit ihren Kollegen und ihren Mitgliedern abgesprochen haben. Bruno, hier, Sie haben ja meine Nummer. Gerade näher der Schwarzheide Richtung der Todesbrücke Schüsse aus einer vollautomatischen Waffe kommen. Okay, Sala. Wo war das? An der Brücke, Zeit. Wenn man aus Schwarzheide raus. Hat sich schon erledigt. Ich muss aus dem schwarzen Golf jagen gehen. Ende. Schwarze Golf jagen?